Hi Leute, willkommen zu einer Runde League of Legends. Und zwar das neue Dominion, beziehungsweise nicht mehr so neu. Und ja, ich wurde öfter gefragt, ob ich mal wieder ein Dolmetsch machen kann. Wow, da haben schon welche fertig geladen. Ja, dann mache ich das halt mal. Da mein Kamerad Nate jetzt gerade damit angefangen hat, eigene League of Legends Let's Plays zu machen, ist das natürlich mal. Ja, gleichzeitig noch ein Werbevideo für ihn. Ich werde seinen Channel hier wahrscheinlich mal verlinken, weil wenn ihr League of Legends mögt, dann schaut bei ihm rein. Er wird vielleicht regelmäßig LoL-Videos machen, vielleicht auch nicht. Er hat jetzt im Moment zwei. Eins von Dominion, eins vom Normal Game. Und schaut auf jeden Fall mal rein. Es hat sicherlich bessere Qualität als meins, also zumindest in Sachen HD, weil er einen Full-HD-Monitor hat und ich nicht. Daher hat er wahrscheinlich ein besseres Bild. Aber ansonsten, ja, werde ich wahrscheinlich bei ihm, wenn das alles so klappt, öfter mal Gastauftritte haben. Wir spielen ja ab und an zusammen. Auch wenn ich nicht so der LoL-Freak bin, ich spiele ja mehr Horn, aber naja, wie dem auch sei, ich werde das dann bei mir auf dem Channel posten für die Leute, die mich aktiv sehen, dass sie dann wissen, ach, der Spaß macht da mit und so. Ja, also ich spiele Ezreal, den sieht man auch oben. Bin natürlich in der Mitte, da gehört der Lead King auch hin. Ja, die Teams sehen beide relativ schwuchtelig aus. Wir haben den ollen Heimer, der wahrscheinlich unten campen wird, sich ein bisschen an die Eier kraulen, während seine Türme alles kaputt ballern. Wukong wird einfach mal alles kaputt kloppen. Und ja, wir haben drei Leute mit dem Skin, das heißt, wir sind das Bonzen-Team. Unten, die sehen alle relativ normal aus. Der in der Mitte, keine Ahnung, was der hat. Ob er überhaupt mitmacht. Aber da es das erste Match ist, nee, lade ich es auch hoch, wenn Lee dabei ist. Ich meine, ja, ansonsten muss das ja nicht unbedingt sein. Ich will auch keinen besonderen Skill oder sowas zeigen, das kann man sich natürlich denken. Meine, man kann eh so gut sein, wie man will, es kommen immer Flame-Kommentare, es kommt immer Ollerlol Noob und so ein da. So, wir skillen mal. Natürlich der Q-Skill bei Ezreal, das Markenzeichen, deswegen brauchen wir den. Kauf einfach mal dieses komische Kackschwert hier mit ein bisschen Leben, Schaden und so. Und da jemand außen geht, kann ich mich immer oben hinstellen. Wenn der natürlich nicht nach unten will, dann ist er schwul. Nein, er geht nach unten, das ist sehr nett von ihm. Wir haben hier den Kacknoob bei, ich nehme an, vom Namen her, dass das ein Deutscher ist, auch wenn er den Namen missspellt hat, aber wahrscheinlich mit Absicht. Wir haben ihn als Blitzcrank. Blitzcrank finde ich auf dem Map relativ gut. Und dann haben wir Miss Fortune bei den Gegnern noch. Okay, dann haben sie also Rain, Nocturne, Miss Fortune, Zion und Brand. Ja, ich weiß nicht. Nate meinte in letzter Zeit irgendwie, dass Ezreal wohl nicht mehr so stark sein soll. Der hat ja mal relativ lange als Overpowered gezählt. Ist schon über ein Jahr her, glaube ich, aber naja. Ich habe den damals gerne gespielt, ich spiele noch heute noch gerne. Das ist so für mich einer der besten Helden vom Fun-Faktor her in dem Spiel. Es gibt halt einige, die sind einfach nur stulle und langweilig. Aber es gibt auch gute. So, ist doch da. Aus, als wenn die AFK ist, weil sie nichts gemacht hat. Und spammt mir hier nicht so eure Emotes. Und wenn man, während ich nach oben laufe, den Sound ein bisschen leiser machen, der kommt relativ laut vor. Zumindest die Musik, die Effekte lassen wir mal so. Naja, das ist ganz schön leise. Ich werde das vielleicht, falls ich nochmal sowas aufnehme, anpassen. Wenn, dann nehme ich aber nur Dominion auf, weil ich das im Moment besser finde. Ja, die haben halt hier jetzt schon wieder die übelsten Gay-Leute am Start. Zion ist mal eh der Behinderte. Und der Affe springt einfach rein. Der kann sich das leisten. Schießt natürlich einfach rauf mit allem, was ich an Skills habe. Außer mein Teleport, der wäre verschwendet, wenn ich einfach so raufschieße. Und die rapen uns schon wieder. Und Zion an mir, super. Zion ist mit so mein Hassheld. Der ist einfach mal viel zu krass. Na gut, der ist nicht overpowered, denke ich mal, aber der Stun ist einfach mal ekelhaft. Und der macht halt sau viel Damage am Anfang. Das hat uns im Normal Game schon viele Games gekostet, wenn wir mit Cremates gespielt haben. Weil der Zion halt speziell mit Taric zusammen einfach mal im Early alles raped. Der Affe hat sich einen Zion geholt, aber den hier, den Nocturne, den werden wir wohl nicht mehr tot kriegen. Also ich jedenfalls nicht, weil ich bin selber fast zerfickt.
Das war ein super Schuss. Voll daneben. Aber naja, ich habe den lange nicht gespielt. Ich habe eben eine Runde testweise mit ihm gemacht. Muss erstmal wieder reinkommen. Ja, dann werden wir mal schauen, wie das Ganze so läuft. Wir sind im Moment ja eh am Verlieren. Ich hoffe, das drehen wir noch. Das passiert ja bei Dominion relativ oft mal, dass das Game einfach mal gedreht wird. Ja, schön weggezogen. Aber leicht zu langsam reagiert, denke ich mal. Wollte ich die exhausten, aber sie war außer Range. Was ist bei ihr? Ja, so ein Spaß. Und der holt uns beide. Naja, dafür hat er sein Ulti. Und oben der Tower hat gecaptured. Falls jemand den Modus nicht kennt, weil der Ulti mich nicht ausgeht, weil irgendwie jeder dieses Spiel spielt auf einmal. Ja, es ist vergleichbar mit dem Arati-Becken in WoW. Man muss halt die Punkte halten, das Team, was mehr Punkte hält. Das zieht dann halt beim gegnerischen Team Punkte ab. Und andersrum. Nee, nicht andersrum. Schieß mal mein Ulti da unten hin. Eventuell treffe ich ihn. Naja. Passt schon. Heimerdinger mit einem Roffel. Das finde ich aber sehr schön, dass ich ihn nicht mehr gesniped habe. Ich fand es auch gut. Weil das ist ja das, was den Fun an Asriel bringt, wenn man einfach mal snipen kann. Er hat ja nur Skillshots außer den Teleport. Der ist so ein bisschen luck-based, der greift halt einen random Gegner an. Also er teleportet und schießt dabei irgend so einen kleinen Popel. Ist nicht wirklich stark, aber ist halt auch nicht zum Fighten gedacht, wenn man nicht gerade auf AP spielt. Brand kommt hoch. Der ist natürlich ziemlich eklig. Den spiele ich auch öfter. Habe ich mal erstmal einen Headshot gegeben. Dion. Was macht der Affe? Oh, er hat ihn dann entlockt. Und hat ihn auf seine Illusion rübergezogen. Was? Das war kein Kill. Aha. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo die hinrennen, aber ich nehme das einfach mal an und lauf mit. Headshot. Den holt sie sich mit ihrem Ulti. Und sie hat dabei oben den Punkt getappt, das war natürlich peinlich. Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber wahrscheinlich die anderen auch nicht. Naja, im Moment sind wir vorne. Das war schlecht. Naja, im Prinzip war das schlecht, aber ich meine, ich wäre jetzt, ob ich nun wegporte oder so sterbe, das macht bei Basal nicht wirklich einen Unterschied. Falls doch, könnt ihr mir jetzt gerne schreiben, ich weiß es nämlich nicht, ich habe den Modus auch noch nicht so oft gespielt, dass ich jetzt sagen kann, okay, wenn ich an Basalen sterbe, dann kriegen die Gegner so und so viel Geld, klar. So, Ulti ist gleich wieder ready, können wir mal gucken, dass wir wieder irgendwo was abstauben. Im Moment bin ich ja nicht so toll, bin immerhin Vierter, nicht Letzter. Das ist ja auch nicht so wichtig. Man gibt ja meistens sein Bestes, wenn man nicht mit Absicht cheatet. Und Feeden geht ja auf dem Map nicht so wirklich. Da kriegt man ja fast gar kein Gold für einen Kill. Ja, der grabbt aber ganz gut, der Typ. Also teilweise holt er hier die Leute schon gut ran. Mir kommt es auch so vor, als wenn sie beim Q-Skill von Asriel auf jeden Fall die Hitbox verkleinert haben. Das bin ich der Meinung, das ging früher weiter. So, immerhin Dion tot. Den Punkt holen wir uns jetzt mal hier schnell. Die killt die da. Doch nicht. Sowas ist immer eklig, wenn die Feinde halt mit 10 Leben oder so davonkommen. Nicht schön. So, keine Ahnung, warum ich das Speed-Ding genommen habe.
Aber wir können ja mal probieren, hier drüben den Punkt zu tappen. Das wird natürlich nichts. Vor allem, weil es jetzt zwei sind. Und man vorher eh nicht wegkommt. Ja, wie gesagt, ich spiele nicht professionell. Ich würde mich selber nicht mal wirklich als gut einschätzen mittlerweile. Ich war mal relativ gut, aber habe ewig nicht gespielt. Naja, das hat. Nate hat glaube ich auch relativ lange nicht gespielt, also. Er muss auch erstmal wieder richtig reinkommen, denke ich mal. Auch wenn er schon ganz gut spielt. Nur Heimer hat Stress unten. Ich schieße einfach mal mein Ulti hin, vielleicht kriege ich was, glaube ich aber nicht. Immer ein bisschen Damage gemacht, ich gehe unten also lange defen. Weil sonst holen die sich in Punkten, das wollen wir ja nicht. Das war aber schon ziemlich daneben. Das auch. Ich weiß, ich sollte nichts sagen, ich habe selber schon genug verballert eben. Ah, schon weggeportet. Muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen, dass man hier beim Zurückporten nicht so lange braucht. Das war ja auf der normalen Map immer, glaube ich, 8 Sekunden und hier sind es 4. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es sind 4. Kommt mir so vor, als wenn es halb so viel ist. Ja, Nocturne ist nach da gegangen. Okay, ich dachte, der kommt zu mir. Schon wieder nicht getroffen. Scheiß drauf, sie haben sie gefickt. Muss ich ja nicht unbedingt. Oh, er hat knapp überlebt. Muss ich mich ja nicht noch unbedingt selber opfern. Auch wenn ich jetzt eh sterbe. Weil ich habe eh noch gut was reingezogen mit Heimat zusammen. Der Punkt ist halt immer relativ riskant, weil wenn die hier spawnen, dann sind die nach 2 Sekunden da. Aber man kann auf jeden Fall trotzdem noch Druck machen. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt 3 kaufe. Also Trinity Forces habe ich sonst nie benutzt mit Ezreal. Ich hatte sonst mal ganz andere Builds. Ich weiß aber nicht, ob die noch so gut funktionieren, deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Mal wieder mein Ulti hier rüber, um die am Tappen zu hindern für kurze Zeit. Ja, da gucken sie blöd. Immerhin ein paar Sekunden überbrückt damit. Wenn es auch wirklich nur ein paar waren. Nocturne holt sich das Schild. Das kann er gerne machen. Ich meine, wenn er an mir dran ist, dann fickt er mich eh. Der haut mich dann einfach mal zu Bry. Meiner. Oh, hat sie nicht bekommen. Sieht so aus, als wenn er die hat. Das Ulti vom Affen ist schon ziemlich fies mit dem Hochwerfen und so viel Damage. Das ist im Prinzip Spin to Win von Garen, aber nicht stärker. Oh, das war schön. Toller Grab. Man muss ja seine Mitspieler auch mal loben, auch wenn sie es jetzt eh nicht hören. Weil das Spiel noch nicht über Voice Chat verfügt. Leider. Bei Honnen gibt's das ja. Um wieder Werbung zu machen. Meiner. Hol ich mir mal das Schild, wenn ich eh schon mal hier bin. Ich glaube, das gibt mir nur so ein bisschen absorbierten Schaden. Kann auch sein, dass es ein Damage erhöht, das weiß ich aber nicht genau. Wir holen uns erstmal hier um den Punkt, was gibt es? Okay, also praktisch auch wie bei WoW, Gegner bekommen Schaden, wenn sie mich angreifen. Naja, kann man ruhig mitnehmen, wenn man es schon in der Mitte hat. So, Platz 1 immerhin. Der Affe spielt auch ziemlich gut. Also das muss ich wirklich sagen. Also, da gehe ich jetzt nicht von den Punkten aus. Ich finde, was ich jetzt bis jetzt so von ihm gesehen habe, das war echt gut. Ach, das schon wieder. Also, das macht er echt gut. Weil, wenn ich das vergleiche, ich habe letzte Woche, da war der, oh, glaube ich, ein Angebot, war free oder so. Da habe ich ihn auch mal gespielt, den Affen, und ich war nicht so gut mit dem. Ah, fuck it.
Da wollte ich meine Ulti noch eindrücken, weil das hätte gereicht, um beide zu killen. Aber er erklärt, Sion kommt an, Sion wird ihm jetzt. Ja. Ah, Sion steht rum und guckt. Hat er wohl ein Disconnect. Sollten wir uns langsam mal Boots holen. Natürlich die, die CC-Rölfchen. Aber das wäre jetzt bitter gewesen, wenn er gegen den mit Disconnect stirbt. Das habe ich schon mal geschafft. Hat mich eine disconnected Morgana mit Outrits gekillt. Das war nicht schön. Er will direkt reporten. Das muss ja nicht sein. GG Noobs. Ist aber nicht nett, Heimer. Und er ist nicht zu mir gejumpt. Danke. Ah, da hatte ich aber jetzt ein Leck, das war kacke. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe viel früher geklickt. Ey, das leckt aber nicht gerade wenig hier. Boah. Muss ich im Video mal gucken, wie viele Pingbalken ich da gerade hatte. Jetzt waren es gerade nur zwei, als ich angeklickt habe, weil die Maus drüber hatte. Es kam mir vor wie ein 20 Minuten Delay. Natürlich waren es keine 20 Minuten, nein. Naja. Ich meine, ich hatte schon bessere Runden, logischerweise. Aber es ist. Solange wir gewinnen, ist das scheißegal bei Dominion. Da muss man nicht gut spielen, dann geht es so ein bisschen um Teamplay. Dass man halt da Death, wo gerade Death gebraucht wird. Kann der irgendwie sowas um meine Skills zu absorbieren? Ich weiß das gar nicht. Damals als Nocturne reingepatcht wurde, habe ich aufgehört zu spielen. Dann habe ich erstmal ewig Pause gemacht. Boom. Oh fuck. Ja, Brand sein Ultimate ist natürlich immer fies, wenn man da zu nah aneinander steht. Das ist ja das vom Dota Lich. Jemand mehr sagt, der das Spiel nicht kennt. Aber ich gehe davon aus, dass meine Abonnenten das Spiel hier alle kennen und wahrscheinlich selber spielen. Mich werden wahrscheinlich dann auch wieder Leute adden. Das war bis jetzt fast immer so, wenn ich mal ein LoL-Video hochgeladen habe, auch bei meinem alten Channel. Da haben mich immer Leute direkt als Friend geaddet. Oh fuck, ich glaube, ich sterbe. Ja. Ich weiß nur. Das ist das, was ich bei Nocturne kenne. Wenn es dunkel wird, bist du tot. Aber halt nicht mit jedem Helden. Weil ja, er springt nur Helden wie Ezreal an. Vor allem, wenn sie keine Rüstung kaufen, so wie ich gerade. Wenn ich Rüstung hätte, würde er das vielleicht nicht machen. Dann würde er sagen, ah, das bringt ja nichts. Auf jeden Fall ist er gerade an Heimerdingern gestorben. Ist natürlich nicht so schön für ihn. Jetzt müsste ich mich direkt mal ganz traurig fühlen. Aus Solidarität, aber das mache ich nicht. Hallo, tschüss. Mal Ulti hier runterschmeißen. Ah, das war knapp. Hat Vayne Glück gehabt, hätte ich sie fast bekommen. Aber ich hätte mir auch denken können, dass sie sich noch bewegt. Ist ja immerhin kein Stein. Headshot. Ja, Headshot ist natürlich Kitty-like, aber ich meine, das war gerade so gut. Es war angekommen, einmal geschossen. Muss ein Headshot sein. Eingenommener Punkt, 40 Punkte. Yeah. Ja, hat er wohl einen Deck gehabt. Boah, ist da nicht. Die haben auch echt, als sie das Ulti vom Lich genommen haben, diese komische Buggy-Animation da geklaut, dass man das Projektil teilweise gar nicht sieht. Und ich bin tot. Oder doch nicht. Ach, der ist oben. Der was hat da angecharged, den Affen. Und stirbt dabei. Geil. Richtig geil. Mit dem Crab-Skill
himself abgestaubt. Naja, abgestaubt nicht, ich habe ja auch aufgeschossen vorher. Den ich so, dass ich gar keinen Damage mache. Auch wenn Astral sicherlich mal mehr Damage gemacht hat früher. Oh fuck, ich bin tot. Ah, der Brand. Warum hält denn der so viel aus? 2800 Leben. Naja, der hat schon einiges, aber wir haben jetzt wahrscheinlich eh gewonnen. Ja, ein Punkt noch. Und wir haben gewonnen. Naja, so knapp war es denn doch nicht. Ja, wir sind nur nett. Also, ich kenne das ja manchmal, dass Leute GG schreiben, wenn... So, nachdem mein Spiel gerade abgekackt ist, muss ich meinen Satz noch pennen. Ich kenne das ja, dass manche Leute zum Beispiel GG schreiben, wenn sie 500 zu 0 gewinnen oder so, um zu sagen, dass ihnen das Spaß gemacht hat, Noob zu pwnen. Und ja, ich finde, dass wenn man andere Spieler respektiert, dann schreibt man einfach mal auch so GG, wenn man nicht gerade Ruffle stompt oder sonst was. Weil das gehört einfach dazu, das zeigt, man hat Spaß dabei gehabt, mit den anderen zu spielen, auch scheißegal, ob man gewonnen oder verloren hat. Deswegen denke ich mal, das GG sollte man den anderen Spielern schon geben und nicht rumflammen, wie das die ganzen anderen immer machen. Und ja, dementsprechend verabschiede ich mich dann mal. Ich werde wahrscheinlich hier gerade die Stats einblenden oder so, während ich das noch runterlabere. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich, abonniert Nate... Guckt euch das Video an, schickt weiter, sonst was. Macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt von mir aus das Video ausdrucken. Auf dem Papier macht euch ein Daumenkino von. Ja, wo das Glaber herkommt, weiß ich nicht, falls es euch auf den Sack geht oder so. Ist das ja eh besser für euch, wenn ihr euch ein Daumenkino aus dem Video macht. Aber, ja, vielleicht gibt's noch mehr davon. Ansonsten schaut bei Nate rein, da werde ich dann wahrscheinlich Gastauftritte haben. Und von daher, von meiner Seite ein Tschüss, ich bin Riven. Und das war Azrael auf Dominion. Tschüss.